Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Heute behandeln wir den letzten Mythos in dieser Titanic-Reihe. Es geht darum, dass die Titanic unbedingt untergehen musste. Die Titanic sollte das größte Millionärsgrab überhaupt werden. Es wird deep. Bleib dran. Gleich geht's los. In meinem letzten Video haben wir behandelt, dass die Titanic womöglich nie unterging, sondern dass es sich dabei um einen riesigen Versicherungsbetrug gehandelt hat. Doch das war bei den Verschwörungserzählungen nur die Spitze des Eisbergs. Darunter lauert noch eine viel größere Verschwörung. Die Titanic wurde bewusst sabotiert und der Tod von tausenden Menschen wurde einfach in Kauf genommen. Wie kommen wir denn darauf? Gucken wir uns den Mythos einmal an oder auch die Hintergründe dazu. Auf der Titanic fuhren die einflussreichsten Menschen ihrer Zeit mit. Unter anderem war da der Bergbaumagnat Benjamin Guggenheim mit einem geschätzten Vermögen von ungefähr 380 Millionen US-Dollar. Als zweites auch noch der Politiker und Kaufhausbesitzer Isidor Strauss, der Miteigentümer vom New Yorker Kaufhaus Macy's war und Angehöriger der Demokratischen Partei in den USA. Außerdem war auch noch der Hotelgründer John Jacob Astor IV. Mit einem Vermögen von weit über 100 Millionen US-Dollar mit an Bord der Titanic. Was hatten diese drei Männer jetzt gemeinsam, außer dass sie Passagiere auf der Titanic waren? Nun, die drei waren bekannte und entschlossene Gegner der amerikanischen Notenbank, zumindest in privaten Händen. Es geht also mal wieder ums Geld und um Macht und um viel Macht und um viel Einfluss. Schauen wir uns an, was an diesem Mythos dran sein könnte oder ob es wieder nur reine Fiktion ist. Die Hintergründe, da müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen und da müsst ihr jetzt auch leider mit durch. In den 1900er Jahren, also Anfang 1900, ich glaube 1904, 1906, war der deutsche Bankier Paul Warburg. Und ja, diese Bank hat auch beim Cum-Ex in Hamburg eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Auf jeden Fall war der in den USA und hat festgestellt, dass das Bankensystem allgemein wahnsinnig rückständig ist. Und darum traf er sich 1910 mit einigen Vertretern von Wirtschaft und Politik auf Jekyll Island im Jekyll Island Club. Deren Besitzer waren John D. Rockefeller und J.P. Morgan. Bei dem Treffen von Paul Warburg auf Jekyll Island mit diesem konspirativen Plan über die Gründung der Fed, daran waren noch drei weitere Bankiers beteiligt, nämlich Frank van der Lip, Henry P. Davison und Arthur Shelton. Dann außerdem noch der einflussreichste Politiker Nelson W. Aldrich und später wurde das Ganze auch der Aldrich-Plan genannt, sowie Andrew Pyatt, einem führenden Wirtschaftsökonom aus Harvard. Zwar standen die anderen fünf Teilnehmern dem Warburg erst einmal skeptisch gegenüber, doch er konnte sie letztlich durch seine Brillanz und durch seinen Plan überzeugen. In diesen Tagen wurde dann ein detaillierter und umfassender Plan zur Gründung der US-Zentralbank ausgearbeitet. Und wie gesagt, der ging später als Aldrich-Plan in die Geschichte ein. Zwar wurde über diese Konferenz öffentlich Stillschweigen bewahrt bis in die 1930er Jahre hinein, aber es dürften im nahen Umkreis der Teilnehmer doch einige Details weitergegeben worden sein. Paul Warburg und die anderen Teilnehmer arbeiteten ein Notenbanksystem aus, das eine teilweise Privatisierung dieser Notenbank vorsah. Es ging also um Macht und Einfluss im kompletten Finanzsystem der USA. Das System für die Fed sah vor, dass jede Bank Teil der Fed werden sollte.
Man kann sich vorstellen, wie die Großindustriellen geradezu scharf auf ein solches System sein würden, um mehr Einfluss und um mehr Macht auch besonders auf die Politik zu haben. Die Kritiker waren aber auch sehr einflussreich und die drei eben genannten waren mit die prominentesten Vertreter dieser Kritiker. Also, wenn das Notenbanksystem Einzug halten sollte, dann mussten die Kritiker an Einfluss verlieren. Aus diesem Grund wurde dann also ein perfider Plan ausgeheckt, um die Kritiker im wahrsten Sinne des Wortes mundtot zu machen, ohne dass es auf die Verschwörer zurückfiel. Ihr meint, das ist schon ein absoluter Abstieg in die menschliche Seele? Wartet's ab, es wird noch besser. Jetzt wird's wild. Wie sah jetzt dieser Plan aus? Nun, sehr vereinfacht ausgedrückt. Erstens, man sorgte mit viel Werbung dafür, dass einige der Kritiker mit der Titanic mitfuhren, quasi das Prestigeobjekt überhaupt, was sowieso verwunderlich war, dass so Titanic im Vorfeld so viel Presse bekommen hat, denn die Olympic war eigentlich der Star gewesen. Sie war schon länger da und eigentlich waren sie ja fast baugleich. Also warum so ein Hype um die Titanic, wenn doch die Olympic eigentlich schon da war, man alles gesehen hat? Zur Tarnung buchte auch einer der Verfechter der Fed, nämlich JP Morgan, ebenfalls eine Passage. Als drittes, die Titanic wurde auf mehreren Ebenen sabotiert, um dafür zu sorgen, dass sie wirklich niemals ankommt und die Kritiker garantiert umkommen, egal was es an Kollateralschäden kostet. Klingt zu verwegen? In dem Sinne sollte also die Titanic als Mordwerkzeug für die Kritiker der Fed fungieren. Du fragst dich vielleicht, wie hätte das klappen sollen? War es nicht ein Zufall, dass die Titanic letztlich den Eisberg gerammt hat und gesunken ist? Nun, der Plan war natürlich insgesamt etwas ausgereifter, und zwar deutlich ausgereifter. Schauen wir uns dazu einmal ein paar nähere Fakten und Punkte an. Und auch hier müssen wir wieder ein bisschen ausholen. Ab 1910 sorgte eine Streikwelle in England bei Hafen- und Bergarbeitern für zu wenig Kohle an Bord. Also man hatte nicht genügend Kohlevorräte für die Titanic. Die Bunker waren nur etwa zur Hälfte gefüllt. Eine weitere Sabotage sorgte dann für einen Schwelbrand in einem der Kohlebunker auf der Titanic. Ein Offizier auf der Titanic wurde kurzfristig auf ein anderes Schiff abberufen und mit ihm der Schlüssel zu den Ferngläsern. Da kommen wir noch drauf, wie das Ganze dann zusammenhängt. Und der Miteigentümer und Bankier JP Morgan sagte kurz vor der Fahrt seine Reise ab, angeblich aus Krankheit. Außerdem sandte man noch ein weiteres Schiff in die Nähe der Titanic, um zu beobachten, ob dieser Plan tatsächlich aufging. Wäre das Ganze aber wirklich machbar gewesen? Wir haben das letzte Mal schon gesehen, dass mit diesen Umbauarbeiten in dem letzten Teil auch einige Sachen nicht so funktioniert hätten, sehr wahrscheinlich. Wäre das aber ein Plan, der machbar gewesen wäre? Kommen wir einmal zu den Streiks. Naja, Streiks bei Arbeitern, wie soll man das beeinflussen? Ja? Die streiken oder die streiken nicht, also hat man da irgendeine Art einen Einfluss drauf? Auch hier, die Welt war Anfang der 1900er absolut im Wandel. Die industrielle Revolution hielt Einzug, die Menschen waren insgesamt unzufrieden und die Arbeiterklasse insbesondere. Ja, auch das war die Zeit der Umstürze, der Revolutionen, man wollte weg von der Monarchie zur Demokratie. Die Arbeiter waren oft unterbezahlt und hatten Angst um ihre Arbeitsplätze. Und es bildeten sich innerhalb der Arbeiterparteien immer und immer mehr Reformer. Die Menschen demonstrierten vielerorts für ihre Rechte und gegen weitere Einschränkungen. Hätte es in diesem Pulverfass viel gekostet, um noch ein wenig mehr Feuer zu legen?
Oh, na, eigentlich nicht. Die Industriellen können die Löhne weiterhin niedrig halten, die Arbeitszeiten der Arbeiter aufstocken und dadurch auch die Arbeiter ganz offensichtlich ausnehmen. Und damit sind die Streiks auch schon vorprogrammiert. Nicht viel anders als heute, wenn sich die Arbeiter ungerecht behandelt fühlen. Und man kann das relativ einfach steuern in dem Zusammenhang. Dann war da noch der Zeitpunkt der Streiks. Nämlich ab 1910 fing das an, ungefähr bis 1914. Nachdem man über die FED diskutiert hatte und sich die ersten Widerstände dagegen erhoben. Dann die angebliche Sabotage, nämlich das Feuerlegen im Kohlebunker. War das wirklich schwer? Naja, ein Feuer im Kohlebunker legen zu lassen, wäre sicherlich wirklich nicht schwer gewesen. Einfach irgendeinen Kriminellen bezahlen, der schleicht sich aufs Schiff, macht ein kleines Feuerchen und verschwindet wieder. Und Schwelbrände kann man halt auch sehr schwer entdecken. Außerdem einen Offizier abzuberufen, der den Schlüssel zu den Ferngläsern hatte, wäre auch nicht schwer gewesen. Ganz im Gegenteil. Ein Kommando und das war's. Und diesen dann auch noch zu bestechen, dass er den Schlüssel einfach auch mitnimmt oder vergisst, wie er es nachher gesagt hat, auch nicht. Das wäre eine Person, die darin involviert wäre bei den Offizieren, eine bei den Sabotagen. Und dann auch noch die Rolle von J.P. Morgan. Kurz vor der Reise hatte dieser abgesagt, angeblich wegen Krankheit. Aber man hat ihn kurz nach der Abfahrt der Titanic bei bester Gesundheit in der Öffentlichkeit gesehen. Also war da wohl auch nicht so viel dran. Ja. Dann haben wir eben gesagt, es war noch ein anderes Schiff beteiligt, das in der Nähe der Titanic gesandt wurde. Und das war die Californian. Die Californian gehörte zwar nicht zur White Star Line, aber sie war innerhalb diesem IMM Trust Verbund dem Eigentümer der White Star Line. Sie war bei einer anderen Reederei, wurde aber dann wohl dorthin geschickt, um aufzupassen. Die Californian war nun ein relativ kleines Schiff und hatte auch keine Passagiere an Bord. Aber auch nur eine sehr kleine Besatzung. Und denen musste man nicht mal sagen, worum es wirklich ging. Sie sollten da hinfahren und anschauen. Sie sollten einfach das Ganze beobachten und waren eventuell auch noch ein Backup für weitere Sabotageeinsätze. Nur der Kapitän und die Offiziere hätten bei der Californian in dieses Manöver eingeweiht werden müssen. Und wie gesagt, da auch nicht mal zu 100%. Das stützt auch, dass es nach dem Sinken der Titanic bei dem Untersuchungsausschuss sehr widersprüchliche Aussagen vom Kapitän der Californian gab. Auch hier ein ganz interessantes Thema. Ich verlinke euch das aber auch nochmal unten in den Quellen. Wäre das alles also machbar gewesen? Ich meine, ja, absolut. Was waren jetzt die Auswirkungen dieser Sabotagen? Und hätte man aufgrund dieses Plans wirklich garantieren können, dass die Titanic untergeht und damit auch die Kritiker verschwinden? Naja, fassen wir nochmal zusammen. Die Titanic hatte nur halbvolle Kohlelager. Bei niedriger Geschwindigkeit, die dann auch geplant war, hätten diese Kohlevorräte auch locker bis nach New York gereicht. Man plante aber auch hier etwa nur halbe Geschwindigkeit zu fahren. Doch durch den Kohlebrand in dem Kohlebunker musste die Titanic schneller fahren. Kohlebrände wurden damals auf den Schiffen dadurch gelöscht, dass die Heizer die Kohle in die Kessel geschaufelt haben. Und je mehr Kohle man in die Kessel schaufelt, umso höher ist der Druck auf den Kesseln. Und damit Kessel schließlich nicht platzen, muss der Druck auch wieder weg. Also bedeutet es höhere Geschwindigkeit. Hier wiederum höhere Geschwindigkeit, mehr Verbrauch an Kohle. Und dadurch auch die Notwendigkeit einer direkteren Route. Fraglich ist, ob die Titanic mit den Kohlevorräten und bei der gefahrenen Geschwindigkeit überhaupt jemals in New York angekommen wäre. Also allein durch die Vorräte und den Kohlebrand musste man sich in Gebiete vorwagen, die mehr Gefahren für Eisberge barg. Zwar fuhr der Kapitän schon weiter südlich, aber viel weiter mehr hätte er nicht können. Er musste auf einem guten, direkten Weg bleiben. Das bedeutete aber auch, dass
viele andere Schiffe nicht in der Nähe gewesen wäre, wenn man also die Route so gelegt hat, dass man näher an den Eisberggebieten gewesen wäre. Und der Kohlebrand schwächte auch die Struktur der Außenhaut. Auch das hat man an Untersuchungen feststellen können. Durch die Hitze, die dort entstanden ist, wurde die Außenhaut in Mitleidenschaft gezogen. Das war aber auch nur ein Teil des Ganzen. Dann waren auch die fehlenden Ferngläser. Der Offizier hatte den Schlüssel mit zu dem Schrank, wo die Ferngläser eingeschlossen waren. Und dadurch ist es auch sehr viel schwerer gewesen, Eisberge zu entdecken. Insbesondere in der Nacht und bei Neumond. Außerdem die Kalifornien als Backup. Hätte das alles nichts gebracht? Vielleicht hätte sie weitere Sabotagebefehle bekommen? Nur um wirklich dafür zu sorgen, dass der Plan aufgeht? Hätten nun all die Beteiligten den Mund gehalten? Auch das war ja ein Thema. Wie viele Menschen sind involviert? Und je mehr Menschen involviert sind, umso schwieriger ist es, das Ganze geheim zu halten. Nun, bei dieser Verschwörung ging es um Milliarden an US-Dollar und um Macht und Einfluss auf die Politik und das wirtschaftliche Geschehen in der ganzen USA. Nur ein elitärer Kreis von Industriellen hätte eingeweiht werden müssen. Und das auch nur am Rande. Und auch heute sind konspirative Absprachen in der Industrie gang und gäbe. Man denke einfach nur an die Beispiele der Ölkonzerne, wie sie seit Jahren Absprachen treffen, aber nie von den Kartellämtern erwischt werden oder man es ihnen nicht nachweisen kann. Also konspirative Absprachen gab es schon immer und wird es vermutlich auch innerhalb der Industrie weiterhin gehen. Und nur wenig andere Menschen hätten überhaupt mit eingeweiht werden müssen. Und wie gesagt, viele davon auch noch mit falschen oder anderen Begründungen, die weniger augenscheinlich waren. Was ist jetzt aber mit dem Image-Schaden der White Star Line und dem IMM Trust dahinter, dem Konkurs? Wäre es bei einem solchen Einfluss und einer solchen historischen Chance nicht egal gewesen und man hätte die White Star Line mit untergehen lassen können für dieses größere Ziel? Und ja, auch nach dem Konkurs seines IMM Trusts war JP Morgan ein vermögender und einflussreicher Mann. Ja, die Firma ging den Bach runter, er selbst aber nicht. Und diesen Verlust hätte man, wie auch die vielen Todesopfer, als Kollateralschaden abgetan. Wären die Industriellen wirklich so skrupellos gewesen? Wären sie wirklich über Tausende von Leichen gegangen? Da müssen wir eins dazu bedenken. Es ging um viel, viel Geld. Es war abzusehen, dass die Fed gegründet wird und wie sie strukturiert werden sollte. Aber wie gesagt, nicht nur ums Geld ging es, sondern vielmehr um Einfluss in die Finanzwelt, um Zinsen, Kreditvergaben, Einfluss auf die Politik. Auch das sehen wir immer wieder. Das Geld regiert die Welt, sagt man. Und das stimmt zum großen Teil. Das Geld hat einen wahnsinnigen Einfluss auf die Politik. Und ja, das wären genug Gründe für soziopathische Unternehmer und Politiker gewesen. Menschen, die über Leichen gehen. Für ein größeres Ziel. Und dieses Ziel Macht und Einfluss. Wie ging es denn eigentlich mit der Fed weiter? 1910 die Besprechungen, aber es gab die Fed damals noch nicht so wirklich. Die Fed wurde am 23.12.1913 endgültig gegründet und im Parlament und Repräsentantenhaus quasi durchgewunken, das Gesetz dafür. Eigentlich waren schon alle Politiker gedanklich in den Weihnachtsferien und jeder wollte schnell in den Urlaub. Und auch das ist bei, ich sag mal, merkwürdigen oder kontroversen Gesetzen oft der Fall. Noch kurz vor der Sommer- oder Winterpause Gesetze durchwinken, ohne dass es dabei größere Diskussionen von den anderen Fraktionen gibt. Warum? Weil sie alle nur noch in den Urlaub wollen. Sie sehen alle nur noch den Feierabend. Da sind die Politiker auch nicht anders als die normalen Arbeitnehmer. Hey, kurz vorm Urlaub, hey, wir machen alles ganz schnell, wie es geht, wir wollen einfach weg. Zurück zu Fed.
Alle Banken in den USA müssen sich an der Fed beteiligen. Und auf ihre Einlagen bekommen sie 6% Dividende. Die beteiligten Privatbanken stellen dabei auch noch 5 von 12 Personen in der Fed-Aufsicht und damit sehr viel Einfluss. Eine solche Verschwörung wäre also möglich gewesen und auch lukrativ genug. Was spricht gegen diese Verschwörung? Leider muss ich euch da enttäuschen. Angesichts der vielen Gründe und der möglichen Einfachheit dieses Planes und der wirtschaftlichen Chancen, die dahinter gesteckt haben, ja, da, ganz ehrlich, da fallen mir nicht viele Gründe ein, die gegen einen solchen konspirativen Plan sprechen würden. Dazu waren die Chancen und die Möglichkeiten einfach viel zu groß und die beteiligten Personen auch zu mächtig. Die Titanic musste also untergehen, wenn die Verschwörung so stattgefunden hat. Beweise gibt es für diese Verschwörungserzählung oder Theorie nicht. Aber das liegt auch in der Natur der Sache. Es gibt nur Indizien. Erschreckend genug. Der Mensch ist das Lebewesen, das die größte Gefahr für den Menschen ist. Kein anderes Lebewesen tötet so viele Menschen wie der Mensch selbst. Aus unterschiedlichen Gründen natürlich. Aber meistens geht es dabei um Geld und ganz oft um Macht und Einfluss. Was sagt ihr? Haltet ihr diese Theorie für völligen Schwachsinn? Schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Seid ihr anderer Meinung? Habt ihr andere Ideen? Dann immer her damit. Ich freue mich darüber zu lesen und euch mit euch da zu diskutieren. Glaubt ihr, dass an dieser Theorie etwas dran sein könnte? Auch hier, schreibt es mir einfach rein. Mich interessiert sehr, wie ihr darüber denkt. Wenn dir dieses Video also gefallen hat, dann gebt ihm doch bitte einen Daumen nach oben. Abonniert auch den Kanal und aktiviert die Glocke, damit du auch kein weiteres Video in meinen Reihen mehr verpasst. Und im Abspann habe ich dann euch auch die Playlists verlinkt zum Titanic-Mythos. Bis demnächst also hoffentlich. Bleibt gesund und neugierig. Wir sehen uns bis dahin. Ciao, ciao.